Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit diesen Losungsworten aus dem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 13, Vers 13, grüße ich Sie und euch alle ganz, ganz herzlich zu diesem Festgottesdienst hier aus der Kirche in Büttgen, der Johanneskirche, zum heutigen Sonntag überschrieben Trinitatis, Dreieinigkeit. Heute feiern wir Geburtstag. Die Johanneskirche wird 40 Jahre jung. Die geplante Feier zu diesem Geburtstag, zu diesem Jubiläum, findet nicht im Rahmen, wie wir es gewohnt sind, statt, sondern etwas anders. Aber das Feiern lassen wir uns nicht nehmen. Und so laden wir Sie und euch ganz herzlich ein, mit uns diesen besonderen Tag gemeinsam via Stream zu begehen. Im Vorhinein zu diesem Tag ist viel geplant und organisiert worden. 40 Jahre, da ist schon viel erlebt hier in Büttgen, hier in der Johanneskirche. Deshalb werden wir an diesem Festtag viele Stimmen hören, die uns von ihren Erlebnissen hier in der Kirche mit und rund und um die Johanneskirche berichten werden. Auch musikalisch werden wir einiges hören. Lassen Sie uns also den heutigen Festtag gemeinsam nun begehen und Gottes Wort in den Mittelpunkt stehen, denn dies ist der Ursprung und die Quelle hier in und aus der Johanneskirche. Uns allen einen gesegneten Festgottesdienst, einen gesegneten Geburtstag, den wir nun mit dem ersten Lied Tut mir auf, die schöne Pforte, Nummer 166 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 3, eröffnen werden. Feiern unseren Festgottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewig hält und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Wir stimmen ein in die Lobgesänge Israels mit den Worten aus Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht
und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Treuer Gott, wir danken dir, dass Menschen aller Generationen und verschiedener Nationen zu unserer Gemeinde dazugehören. Wir freuen uns an der Unbekümmertheit der Kinder. Die Fragen der Jugendlichen fordern uns heraus. In der mittleren Generation gibt es viel praktisches Engagement und Kreativität. Die Älteren sind uns so manches Mal Vorbild in der Art, wie sie ihren Glauben leben. Guter Gott, wir bitten dich, lass uns niemanden ausgrenzen, niemandem das Gefühl geben, er oder sie passe nicht zu uns. Belebe du unsere Kirche, dass sie alle Menschen verbinde und stärke in einem lebendigen Glauben an dich. In diesen schwierigen Zeiten mit Kontaktbeschränkung, in denen wir kein ausgelassenes Fest feiern können, bitten wir dich um deine belebende Geistkraft. Segne du unsere Gemeinschaft untereinander. In einem Moment der Stille bringen wir vor dich, Gott, was uns gerade persönlich bewegt. Gott, wir rufen zu dir. Hört die Zusage, die Gott uns gegeben hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Lesungstext berichtet davon, wie Jesus für die Einheit der Christen betet. Er steht im Johannesevangelium im Kapitel 17, die Verse 20 bis 23. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir.
so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Halleluja! Lobe den Herrn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Halleluja! Thank you.
Wir wollen Gott loben und ehren mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ist nicht zu dunkel.
Heute ist der Sonntag nach Pfingsten und dieser Sonntag trägt den Namen Trinitatis. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und ist eine Zusammensetzung aus Tri und Unitatis, zu Deutsch drei in Einheit. Damit ist ein wichtiges Thema des christlichen Glaubens angesprochen. Gott ist dreieinig als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das Wort versucht, das scheinbar Unmögliche auszudrücken. Gott ist gleichzeitig einer und drei. Die Gleichung 1 plus 1 plus 1 gleich 1 klingt auf den ersten Blick unlogisch. Und da braucht es Verständnishilfen. Ich stehe hier vor dem Trinitatisfenster unserer Johanneskirche. Das Dreihasenfenster in Paderborn mag berühmter sein, aber dafür ist unser Fenster aussagekräftiger. Es stammt von einem Künstler hier aus unserer Gemeinde, Burkhard Siemsen aus Driesch. Zum einen haben wir oben in der Mitte die drei roten Kreise, die miteinander verbunden sind und eine gemeinsame Form bilden. Jeder Kreis überlappt sich mit den anderen beiden, aber jeder Kreis hat auch einen eigenständigen Teil. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Gott als einer Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist auf unserer Welt wirkt. Die Wirkweisen Gottes sind durchaus unterschiedlich und doch gehören sie untrennbar zusammen. Weiterhin sehen wir in dem Fenster drei halbkreisförmige Ebenen. Der obere Halbkreis ist vor allen Dingen in weißer Farbe gestaltet. Weiß steht für das Göttliche, die Ewigkeit, die Freude, Gott, der Vater, der im Himmel wohnt. Im zweiten Halbkreis begegnet uns vor allen Dingen die Farbe Grün. Im zweiten Halbkreis die Farbe Blau. Darin, eingezeichnet in diesem zweiten blauen Halbkreis, sind die vier Symbole: ein Adler, ein Stier, ein Löwe und ein Mensch. Und diese vier Symbole sind seit dem 4. Jahrhundert ein Hinweis auf die Evangelisten: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Evangelisten berichten uns von Jesus Christus, von seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung. Und das ist Gott der Sohn, der in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist. Und jetzt als letztes kommt der grüne Halbkreis ganz unten im Bild. Und das Grüne erinnert uns an unsere Welt, auf der wir leben, an die Bäume und an die Sträucher und Büsche. Gott, der Heilige Geist, der auf unserer Welt wirkt und in unserem Leben, der uns mit Kraft und Zuversicht beschenkt. Und noch ein weiterer Ausdruck für die Trinität ist in diesem Fenster zu finden. Der obere weiße Halbkreis schaut aus wie eine Sonne. Die goldenen und auch die kräftigen roten Linien könnten wie Sonnenstrahlen sein, die von ihr ausgehen und uns erreichen. Schon für die alten Kirchenväter war die Sonne ein Bild für Gott und auch für seine Dreieinigkeit. Die Sonne steht für Gott, den Vater. Sie ist groß und machtvoll, aber sie ist auch im Himmel, weit weg von der Erde und von den Menschen. Die Sonnenstrahlen stehen für Gott, den Sohn. So wie die Strahlen der Sonne die Erde erreichen, so ist Gott durch den Sohn zu uns Menschen gekommen. Und die Wärme der Sonnenstrahlen stehen für Gott, den Heiligen Geist.
So wie wir durch die Wärme die Sonne spüren und fühlen, so lässt uns Gottes Geist seine Gegenwart erfahren. Gott, den Heiligen Geist, geht es in dieser Jahreszeit in besonderer Weise. Am vergangenen Sonntag und Montag haben wir die Pfingstgottesdienste in unseren Kirchen gefeiert. Pfingsten denken wir daran, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und das passt auch gut zum 40. Geburtstag der Johanneskirche. Wir haben hier bei uns ein eigenes Pfingstfenster. Es wurde entworfen und gestaltet durch den Bremer Künstler Heinz Lilienthal. Es gehört zu einer größeren Komposition hier im Ostteil der Kirche im Altarraum. Die vier Teile des Fensters hinter dem Altar, sie erinnern an die vier wichtigen Feste des christlichen Glaubens. Da ist einmal Weihnachten und Karfreitag und dann der Ostersonntag und eben Pfingsten. Das Pfingstfenster zeigt auf blauem Grund rote
Feuer, Zungen, von denen die Bibel erzählt. In dieser Weise haben die Jüngerinnen und Jünger vor 2000 Jahren erfahren, Gottes Geist kommt zu uns. Gott schenkt uns seine Kraft. Pfingsten setzt Menschen in Bewegung. Der Heilige Geist schafft und gestaltet Gemeinde. Der Heilige Geist versetzt uns in die Lage, vom Glauben zu erzählen und zum Glauben einzuladen. Wo Gottes Geist wirkt, da können ganz unterschiedliche Menschen miteinander Gemeinde bauen. Da wird es möglich, aufeinander zu hören und zu achten. Und dazu wollen wir nun einige Beispiele hören. Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde haben sich Gedanken gemacht, wo ist uns Gottes Geist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten begegnet? Wo haben wir etwas gespürt von der Kraft und dem Wirken und der Gegenwart Gottes? Was war für uns besonders eindrücklich und einprägsam? Viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen kommen in unsere Kirche. Wir wollen alle unseren Glauben leben, ihn erweitern, mit Gott reden und uns dazu austauschen. Alle bringen Beiträge aus verschiedenen Lebensbereichen, aber nicht nur Erfolgsgeschichten. Wo wird heutzutage noch über den Tod gesprochen? Wo ist man mit seiner Trauer aufgehoben? Wir brauchen den Geist Gottes, dass er uns zusammenbringt. Wir brauchen seine Flammen auf und in unseren Köpfen, so bildlich in der Pfingstgeschichte dargestellt, damit wir neue Ideen bekommen und in schwierigen Situationen die richtigen Worte finden. So entstehen nach diskussionsreicher Vorbereitung ganz unterschiedliche Gottesdienste. Uns hat zum Beispiel der Familiengottesdienst wieder in die Kirche gebracht, wo Kinder krabbeln und brabbeln durften. So geht es vielleicht auch anderen Familien hier in der Johanneskirche. Aber manchmal trifft auch der Sonntagsgottesdienst genau das, was man im Leben braucht, trifft genau den Nagel auf den Kopf. Hier in der Kirche entstanden viele andere Kreise, Bibel- und Frauenkreise, Sing and Pray, besinnliche Andachten, aber auch mal Rock in der Kirche. Und dann kommt da dieser Moment, da hat man das Gefühl, ja, hier sind wir eine Gemeinschaft, hier hat Gott seinen Geist geschickt, wenn wir in unserer Unterschiedlichkeit uns offen begegnen und ihn loben. In der großen Kirchengemeinde hier in Karst gibt es zahlreiche kleinere Gemeinschaften. Eine davon ist unser Chor Kantare. Sie kennen sicherlich die Liedzeilen: Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun. Und das machen wir als Chor, jeden Mittwochabend mit ganz viel Freude. Das ist nicht wie bei einem Sportkurs, wo man bei schlechtem Wetter sagt, ach nee, heute, da bleibe ich mal zu Hause, das lasse ich ausfallen. Nein, wir kommen gerne. Und man muss auch nicht der perfekte Sänger sein, denn wir werden von der Gemeinschaft getragen. Wir haben das große Glück mit unserer Chorleiterin Hanna, die sucht immer genau die Stücke aus, die für unseren Chor geeignet sind. Das sehen wir natürlich nicht so. Zu Beginn heißt es immer, oh nein, das ist viel zu schwer, das schaffen wir nicht, die Zeit zum Einüben ist viel zu kurz. Und am Ende, da singen wir als Chor nicht nur ein schönes Lied, nein, wir bringen auch eine Botschaft. Für mich war Gottes Geist schon beim ersten Gottesdienstbesuch in dieser Gemeinde spürbar, als ich damals noch von Pfarrer Werner Hoffmann persönlich begrüßt wurde. Ich fühlte mich willkommen geheißen durch seine Fragen, wer ich sei und was mich in die Gemeinde geführt habe. Auch von den anderen Gemeindegliedern wurde ich herzlich empfangen.
Ich bin mit meinen Kindern 2006 nach Büttgen gezogen. Mein Sohn und später auch meine Tochter sind zum Konfirmandenunterricht gegangen und so wurde auch ich Teil dieser Gemeinde. So kam es, dass ich mich einbringen wollte, unter anderem im Sunday Special Team. Gerade bei den Treffen zur Planung und Vorbereitung dieser besonderen Gottesdienste ist für mich immer wieder Gottes Geist und die Inspiration durch ihn erlebbar. Als wir 2008 zum Kennenlerncafé für neu Zugezogene eingeladen wurden, war ich zunächst etwas überrascht, weil wir so neu ja gar nicht mehr in der Gemeinde waren. Dennoch gingen wir hin und ich bin sehr froh darüber, denn aus den dort getroffenen Bekanntschaften sind zum Teil echte Freundschaften geworden. So zum Beispiel zu Yvonne und ihrer Familie. Mein Mann und ich, wir haben echte Gemeinschaft in der Gemeinde erlebt. 2008 sind wir nach Büttgen hinzugezogen. Wir sind von der evangelischen Kirchengemeinde angeschrieben worden und haben eine Einladung erhalten zu einem neu zugezogenen Café. Da sind wir hingegangen und haben erste Kontakte geknüpft. Wir haben zum Beispiel Monika kennengelernt und Eva. Hierdurch sind wir selbst später aktiv geworden, zum Beispiel im Sunday Special Team, im Verein zur Förderung des evangelischen Lebens in der Stadt Karst e.V., im Beirat und jetzt aktuell im evangelischen Johanneskindergarten. Wir haben uns jederzeit aufgenommen und angenommen gefühlt. Wir haben Gemeinschaft erlebt im gemeinsamen Gebet. Inzwischen sind diese ersten Kontakte so vertieft, dass Eva die Patentante von unserem Sohn geworden ist und so der Glaube an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Mein Name ist Klaus-Ulrich Schmid. Die evangelische Kirchengemeinschaft hier in Büttgen war für meine Frau und mich mit ein Auslöser, wieder in die Kirche einzutreten. Wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden und mit großer Herzlichkeit begrüßt worden. Diese Kirche ist ein Stück Heimat für uns geworden nach dem berufsbedingten Umzug hier nach Büttgen. Besonders hat mich immer das ehrenamtliche Engagement hier beeindruckt. Wir haben vorher die schönen Fenster an der Nordseite gesehen, die mit unglaublich großem finanziellen Aufwand aus Spenden finanziert wurden. Ein weiteres Beispiel ist die Anschaffung einer Orgel an der Predigtstätte in Forst, dem Katharina von Bora-Haus. Das ist mit Sicherheit sehr dem großen Engagement und den Impulsen von Dr. Leitzke zu verdanken und sind zwei Beispiele für die große Identifikation mit der Kirche hier in Büttgen. Ich wurde als Nachfolger von Dr. Leitzke in den Beirat berufen und habe ihn in den letzten Jahren auch geleitet. Gern bin ich auch dem Wunsch gefolgt, mich als Kandidat fürs Presbyterium aufstellen zu dürfen und habe dort in der letzten Legislaturperiode die Rolle des Finanzkirchmeisters ausgeübt. Das war eine leichte Aufgabe. Die Steuern haben gesprudelt in der Zeit und das wird mit Sicherheit für die Zukunft unter den momentanen Bedingungen eine ganz große Herausforderung werden, die Aufgaben, die die Kirche hat, aus finanziellen Erwägungen wirklich leisten zu können. Eine Herausforderung in der letzten Legislaturperiode war die Verlegung der Verwaltung von Neuss nach Mönchengladbach. Da durfte ich aktiv mithelfen und bin auch ein Stück weit mit stolz, dass es gelungen ist, alle liegen gebliebenen Themen da aufzuarbeiten und ajour zu bringen. Durch die Arbeit im Presbyterium habe ich eine Vielzahl von Aspekten in der Kirche neu kennengelernt, verschiedene Frömmigkeitsformen, unterschiedliche Ansätze der gemeindlichen Arbeit und es sind viele Vorschläge, viele Ideen auch sehr kontrovers und zum Teil auch konfrontativ diskutiert worden, aber immer mit dem Ziel, die Dinge nach vorne zu bringen und besser zu machen. Man lernt das Bodenpersonal Gottes auch in ganz anderen Rollen kennen.
Eine dieser Herausforderungen war, für den langjährigen und beliebten Pfarrer Werner Hoffmann eine Nachfolge zu finden. Auch hier gab es sehr intensive und sehr konfrontative Diskussionen, aber es gab am Schluss eine Einmütigkeit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir unseren neuen Seelsorger, den Pfarrer Ralf Düchting, gewinnen konnten, der hier mit offenen Armen empfangen wurde und sich unglaublich schnell auf die Gemeinde eingestellt hat. Aber ich denke, der ganz besondere Spirit der Gemeinde hier und der Caster Evangelischen Kirche ist eigentlich in den letzten Wochen zum Ausdruck gekommen. Wie schnell hat sich die Pfarrergemeinschaft, das Presbyterium, diesen besonderen Herausforderungen der Corona-Zeit gestellt? Und wie schnell sind Menschen, die ich nur als analoge Pfarrer kennengelernt habe, auf die digitale Spur gegangen, haben unwahrscheinlich viele kirchenfremde Menschen erreicht und vor allem die Kernaufgabe für Menschen in Belastungssituationen da zu sein, vorbildlich erfüllt zu haben. Das war ein Genuss, das mitzuerleben. Ich bedauere sehr, dass wir hier wegziehen aus Karst. Mit dem Verlust der Gemeinschaft hier wird ein Stück fehlen. Wir werden die Aktivitäten im Sunday Special Team und die Arbeit mit den Ehrenamtlern im Beirat fehlen. Ich wünsche der Gesamtgemeinde, dass sie zusammenfindet in diesen neuen Herausforderungen. Und ich bin ganz sicher, dass sie das Thema, was an Anforderungen da ist, aktiv angeht und nicht wartet, bis die veränderten Rahmenbedingungen sie dazu zwingen. Die Umstellung der Arbeit, die in den letzten Wochen hier bewiesen worden ist, unter diesem Corona-Druck hat die Gemeinde und ihre Leitung bewiesen, dass sie zu ganz Besonderem fähig ist. Und dazu wünsche ich Gottes Segen. Auf der Fahrt durch das Meer, oh bleibe bei uns.
Die Kollekten der Pfingstgottesdienste haben folgende Beträge ergeben. Für die Projekte in Kasachstan und Hoffnung für Osteuropa jeweils 226,18 Euro. Und für Projekte in unserer Kirchengemeinde, für den Arbeitskreis Asyl und für religionspädagogisches Material jeweils 45,75 Euro. Vielen Dank für Ihre und eure Gaben. Heute sammeln wir zwei Kollekten und möchten, gerade weil wir hier feiern, auch an andere Menschen denken und an andere Projekte, die unserer Hilfe dringend bedürfen. Zum einen wollen wir für die Amy Church in Namibia und unsere Partnerkirchengemeinde in Walvis Bay sammeln. Die Corona-Pandemie macht die ohnehin schwierigen Lebenssituationen in Walvis Bay, in Namibia, in Afrika immer noch schwerer. Die Arbeitslosigkeit ist durch die Krise stark gestiegen. Nahrungsmittel haben sich verteuert. Viele Menschen leiden real unter Hunger, leiden Not, da sie kein Geld mehr für Lebensmittel haben. Von dem Geld, das unsere Delegation, die persönlich im März diesen Jahres in unserer Kirchengemeinde und in unserer Partnergemeinde in Walvis Bay waren, haben wir Lebensmittel gekauft, die dann an bedürftige Familien in unserer Kirche, in unserer Partnergemeinde verteilt worden sind. Hiervon haben wir Bilder gemacht, uns wurden Bilder geschickt, die wir Ihnen jetzt zeigen möchten, eine Auswahl davon. Demnach haben wir uns entschieden, dass die Kollekte heute in die Suppenküchenarbeit gehen soll, damit vor allen Dingen Kinder und ältere Menschen zweimal die Woche eine kostenlose Mahlzeit erhalten. Neben der Suppenküchenarbeit in unserer Partnergemeinde in Walvis Bay wollen wir auch weitere Suppenküchen im Windhoek District in Namibia damit unterstützen. Denn die Not ist in Namibia sehr groß. Das andere Projekt, das wir unterstützen wollen, ist das Projekt oder ist ein Projekt von Brot für die Welt. In Äthiopien fördern sollen damit alternative Einkommensquellen gefördert werden, um Waldabholzung zu verhindern. Die Wälder rings um Kirchen und Klöster der orthodoxen Kirche Äthiopiens sind der letzte Zufluchtsort für Hunderte von Pflanzen und Tierarten. Doch diese sind bedroht, weil der Verkauf von Feuerholz für viele Familien die einzige Einkommensquelle ist. Mit diesem Projekt sollen alternative Einkommensmöglichkeiten wie zum Beispiel Schafszucht, Getreidemühlen gefördert werden, um hierdurch auch die Natur und Wälder zu schützen, zur Bewahrung unserer Schöpfung, der Schöpfung Gottes. Beide Kollekten sind Ihnen sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank für Ihre, für eure Gaben. Aus dem Gemeindeleben gibt es einen Termin, den ich Ihnen heute mitteilen darf. Und zwar trifft sich am Dienstag, 16. Juni, der Gesprächskreis 2012 hier in der Johanneskirche um 19.30 Uhr. Pfarrer Martin Pilz wird zum Thema »Für uns gestorben«, was bedeutet der Tod Jesu für uns referieren? Natürlich steht auch dieser Termin darunter, ob er wirklich stattfinden kann, wie sich die weitere Situation entwickeln wird. Auf jeden Fall sind Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Aus dem Leben unserer Gemeinde ist Ihnen noch mitzuteilen, dass wir in der vergangenen Woche Abschied nehmen mussten. Wir denken heute Morgen an Anton Rollig aus Holzbüttgen, der im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Der Apostel Paulus erinnert uns: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Lasst uns nun miteinander beten und Fürbitte halten. Lebendiger Gott, wir bitten dich heute Morgen für all die Menschen, die in diesen Tagen um einen geliebten Menschen trauern.
Wir denken besonders an Uta und ihre Familie und an Familie Klein, die ihren Sohn bei dem tragischen Unfall verloren hat. Gott, sei du ihnen jetzt nahe, tröste und stärke sie. Lass du alle Trauernden offene Arme und liebevolle Worte finden und Menschen, die für sie da sind. Barmherziger Gott, dankbar sind wir heute Morgen für 40 Jahre Gemeinschaft in und rund um die Johanneskirche. Du Gott, hast immer wieder Menschen in deinen Dienst gerufen, hauptamtlich und ehrenamtlich. Du hast ihnen Talente gegeben, mit denen sie hier etwas von dir und deiner Botschaft lebendig werden lassen. Du hast deinen Segen dazu gegeben. Dankbar sind wir dir dafür. Und bitten dich, gib uns, was wir brauchen, um auch weiterhin eine lebendige Gemeinschaft zu sein. Deinen Heiligen Geist, der uns mit dir verbindet und das Herz füllt. Schenk uns von deiner Kraft und deiner Hoffnung, um auch in schweren Zeiten weiterzumachen. Stärke unser Miteinander. Und gib uns und unserem Tun deinen Segen. Guter Gott, wir starten in diesen Tagen mit unserem Konfikurs, um gemeinsam die Kirche zu entdecken. Lass uns gemeinsam zu einer Gruppe werden und uns... Lass du die Konfizeit für uns zu einer richtig guten Zeit werden. Und lass uns etwas finden, das uns unser Leben lang trägt und unseren Glauben stärkt. Und mach, dass wir als Gruppe zu einer richtig guten Gemeinschaft werden. Es gibt eine Fürbitte, die wir heute Morgen nicht nur hier bei uns in der Johanneskirche, sondern in mehreren Kirchengemeinden in unseres Kirchenkreises und über unseren Kirchenkreis hinaus und vor allen Dingen auch in unseren Auslandspartnergemeinden sprechen, in Namibia, Nias und anderswo. Wir sprechen alle denselben Text in ganz unterschiedlichen Sprachen. Und das wollen wir heute Morgen auch tun und uns so in unserer weltweiten Gemeinschaft verbinden. Gott, wir heben unsere Augen auf zu den Bergen. Woher kommt uns Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dir, Gott. Du hast Himmel und Erde gemacht. Du hast auch uns das Leben geschenkt. Dafür danken wir dir. Doch das Leben ist gefährdet. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind erkrankt. Unzählige können zurzeit nicht arbeiten. Weltweit leiden noch mehr Menschen Hunger, weil sie kein Geld haben, um etwas zu essen zu kaufen. Und sie können sich noch nicht einmal ihren Lebensunterhalt durch Betteln verdienen. Viele Menschen dürfen ihre Behausung nicht verlassen und die Enge macht ihnen zu schaffen. Oft erfahren Menschen in Not keine Unterstützung. Abstand zu halten scheint auch zu sozialer Distanz zu führen. Gott, lass Menschen Hilfe erfahren. Und wir bitten dich für die Kranken um Zuversicht. Für die Ärzte und Pflegenden, dass du sie gesund erhältst und ihnen Ideen gibst, wie sie den Kranken helfen können. Und für die Sterbenden bitten wir um deine Gnade. Für die Mitarbeitenden in Wissenschaft und Technik, dass sie Forschung zuerst für das Wohl der Menschheit betreiben. Für die Regierungen in aller Welt um Weitsicht und Nachhaltigkeit bei ihren Entscheidungen. Gott, wir legen dir auch unsere Ängstlichkeit ans Herz. Unsere Sorgen um Zukunft, Arbeitsplatz und Ernährung. Wir bitten dich für die Menschen, die zusammenleben, dass du ihr Miteinander in dieser Zeit behütest, damit Stress nicht in Gewalt umschlägt. Wir bitten dich um Frieden im Großen und im Kleinen und in unseren Herzen. Wir bitten dich um Mut, Kraft, Geduld, Weitsicht und Hoffnungszeichen, damit unser Glaube gestärkt wird. Bei dir, Gott, sind wir alle gut aufgehoben. Du hältst die Welt in deinen Händen. Du gibst nicht preis, was du geschaffen hast. Du hältst uns die Treue.
Dafür danken wir dir und beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus Christus uns mitgegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen vor dem Segen noch mal miteinander Musik hören. Heute Morgen auch seid und uns zuseht, lasst euch den Segen Gottes mit auf den Weg geben. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Seit mittlerweile 40 Jahren trifft sich hier in der Johanneskirche Gemeinde zu Veranstaltungen, Gruppen und Kreisen und vor allen Dingen eben auch zu Gottesdiensten. Die evangelische Kirche braucht keine Dome, so hat es der damalige rheinische Präses zur Einweihung des Berliner Doms gesagt. Und natürlich hat er recht. Als Christen brauchen wir nicht zwingend Gebäude für unseren Glauben. Und dennoch sind wir froh und dankbar, dass es Kirchen gibt. Manche alten Kirchen gehören zu den Hauptattraktionen in den Dörfern und Städten. Der Kölner Dom ist seit vielen, vielen Jahren die am meisten besuchte Sehenswürdigkeit in Deutschland. Unsere Johanneskirche kommt da noch nicht ran. Mit 40 Jahren ist sie noch relativ jung, steht noch nicht mal unter Denkmalschutz. Und dennoch ist sie vielen Menschen ans Herz gewachsen. Ein Haus, in dem Glaube erlebt wird, ein Haus, das vom Glauben erzählt. Wir haben verschiedene Zeitzeugen befragt, was sie erlebt haben in den vergangenen 40 Jahren. Und insbesondere sollen da die Ehrenamtlichen zu Wort kommen. Denn die Johanneskirche wurde und wird vor allen Dingen ehrenamtlich getragen. Der Chat hat übrigens gerade begonnen. Vielleicht gibt es ja Fragen und Anregungen, Ergänzungen und Anmerkungen. Schaut gerne in den Chat hinein, schreibt eure Fragen auf. Wir werden das dann zum Schluss des Anschlussprogramms gerne aufnehmen. Und wir haben auch schon einen Gruß bekommen von Uschi Baum, der stellvertretenden Bürgermeisterin hier in Karst. Sie schreibt: herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Weiterhin alles Gute, tolle Arbeit. Ja, vielen Dank, Frau Baum, für diesen netten Gruß zum Jubiläum. Nun zu den Zeitzeugen. Bei den ersten beiden handelt es sich um zwei Urgesteine aus Büttgen. Den Auftakt macht Arthur Tummer. Mittlerweile ist er 93 Jahre alt. Damals, als die Johanneskirche entstand, da war er der Baukirchmeister und er erinnert sich an den Bau der Kirche. Also mein Name ist Arthur Tummer. Ich bin aus Glien, war Mitglied des Presbyteriums Karst Büttgen, später der Kirchgemeinde Karst, seit 1972 bis 1996. Von 96 bis 2000 noch Mitglied als fachkundiger Bürger im Bauausschuss. Bin vielen älteren Bürgern in Büttgen sehr bekannt. Und ich möchte jetzt einen kurzen Überblick geben über den Bau dieses Gemeindezentrums hier in Büttgen. Das fing an mit dem Erwerb des Grundstücks im Jahre 1967. Dann wurde nach dem Erwerb des Grundstücks ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, und an dem auch Herr Kussler aus Büttgen teilnahm und den zweiten Platz belegte. Er wurde daraufhin mit der Betreuung oder Planung des Baues beauftragt. Der Bau des Gemeindezentrums sollte in verschiedenen Abschnitten geschehen. Zuerst das Pfarrhaus 1971, es folgte der Kindergarten im Jahre 1973. Das eigentliche Gemeindezentrum mit Jugendheim war geplant für 75 ungefähr, aber durch diese Reduzierung der Kirchensteuer wurden die Einnahmen geringer und das Geld immer knapper, sodass die Planung öfters verändert werden musste, verkleinert das Objekt, um Geld zu sparen, sodass sich der Bau unheimlich verzögerte. Hinzu kam noch, dass in Karst noch zwei weitere Pfarrstellen errichtet wurden und da auch dringend Räumlichkeiten gebraucht wurden. Es entstand ein regelrechter Kampf im Presbyterium mitunter, Karst gegen Büttgen. Jeder wollte zuerst bauen, jeder meinte, es war dringlicher für ihn. Daraufhin hatte ich eigentlich vorgehabt, nicht mehr im Presbyterium zu sein, weil mir das zuwider ging, wie da manchmal gekämpft wurde. Und so zog sich das immer weiter hin, sodass der eigentliche Bau erst in 1979 begonnen werden konnte. Der erste Spatenstich war dann im März 1979 unter Beteiligung verschiedener Persönlichkeiten und auch vielen Büttger Bürger. Die Grundsteinlegung, also durch die viele Betonarbeiten, waren viel Einschalungsarbeiten von Nöten und das dauerte natürlich seine Zeit, sodass der eigentliche Rohbau sich hinzog bis im Dezember. Im Dezember, Anfang Dezember, konnte der Bau gerichtet werden und zu zu Heiligabend 1979 fand ein Gottesdienst in diesem Rohbau statt. Das war wohl sein Bestreben, den ersten Gottesdienst zu Weihnachten hier zu feiern, und das hat er auch geschafft. So. Natürlich braucht so ein Bau viel Planung in Bezug auf Installationen, Elektro, Heizung,
Wasserinstallationen und so weiter. Und da waren noch zwei Fachingenieure beauftragt, die das geplant haben. Und natürlich dauerte das auch Zeit. Jeder musste ja warten, bis der andere fertig war, beziehungsweise ging nicht alles zur gleichen Zeit, sodass noch praktisch 2 Jahre vergingen, bis die Einweihung stattfinden konnte. Das war dann am 29.11.1980 unter Teilnahme des damaligen Präses Immer und unter sehr, sehr großer Beteiligung. Die Kirche war voll Proppen, voll, dass man sich kaum umdrehen konnte. Bei der Grundsteinlegung wurde auch eine Urkunde im Mauerwerk verlegt. Und ich glaube, das ist im Vorraum draußen gewesen. Mit dieser Urkunde kann eingesehen werden. Die ist noch im Duplikat vorhanden. Die Hofbefestigung konnten wir von der Firma Kraus, bei der ich beschäftigt war, ungefähr am 20. September 1980 beginnen und waren dann auch zur Einweihung soweit fertig. Die Parkplätze wurden damals aus Kostengründen nicht gepflastert, sondern nur mit Asche hergestellt. Das hatte den Nachteil, dass, wie das Tauwetter im Frühjahr einsetzte, der Parkplatz fast grundlos war und kein Auto drauf fahren konnte, beziehungsweise wenn jemand darüber ging, sehr viel Schmutz in die Kirche getragen wurde. Auch dieser Altar hier war ursprünglich mit Teppichboden belegt, was ich damals gleich beanstandet habe. Und ich habe gesagt, er muss in Stein gemacht werden, vor allen Dingen die Stufen, ist ja nichts für Teppichboden. Und dann wurde der Wein, konnte mal verschüttet werden, da gab es Flecken auf dem Teppichboden. Und so wurde der Altarraum später auch in Stein gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es mit dem Fußboden hier in der Kirche aussieht. Ich glaube, das war zuerst auch Teppichboden, kann ich aber nicht mehr genau sagen. So, das war. Die Parkplätze haben wir dann später, als ich Rentner wurde, mit vielen freiwilligen Helfern die Asche beseitigt und gepflastert. Außerdem sind noch Parkplätze längs der Kirche vorgesehen, aber da sind die Bordsteine noch nicht abgesenkt und die Gemeinde, die will für diese Absenkung enorme Summen haben, die damals nicht aufzubringen waren. Deswegen ist das heute noch, es ist zwar auch in Asche ausgeführt, ab und zu steht auch ein Auto drauf, aber es ist eben nicht so ohne weiteres drauf zu fahren. Betonen möchte ich noch, dass dann für die Inneneinrichtung noch viel Geld fehlte und so wurden eine Aktion durchgeführt mit Bazar, Trödel und so weiter. Aber das und eine Aktion mit Bausteinen. Für 100 D-Mark konnte man einen Baustein erwerben. Das war ein richtiger Klinker in also nicht die volle Breite, sondern ein sogenannter Riemchen mit halber Breite und unten mit Filz beklebt. Es war gedacht als Schreibtischständer für Bleistifte, Kulis und so weiter. Ich wollte eigentlich einen zwingen, aber ich konnte ihn im Moment nicht mehr finden, weil wir vor ein paar Jahren, als mein Sohn bei mir eingezogen ist, Verschiedenes umräumen mussten und der hatte seinen Platz auf der Fensterbank, wo jetzt mein Sohn sein Büro hat. Und ich weiß nicht, ob er noch existiert oder ob er, sonst hätte ich den vorgeführt hier. So, das war so im Großen und Ganzen, was ich hier zum Bau zu sagen hatte.
Arthur Tummer hat sich übrigens richtig erinnert. In der gesamten Kirche lag mal Teppichboden. Davon gibt es noch alte Bilder. Mit den Jahren wurde die Kirche dann mehr und mehr ausgestaltet. Davon weiß unser nächster Zeitzeuge zu berichten. Das ist Wolfgang Krahl. Er war viele Jahre Presbyter hier in der Kirchengemeinde und ist auch nach wie vor ehrenamtlich sehr aktiv. Also mein Name ist Wolfgang Krahl. Ich bin 79 Jahre alt, lebe mit meiner Familie und drei Kindern in Büttchen seit 1973, bin 1979 hier Presbyter geworden. Das kam so, dass ich natürlich durch Kirchgang und durch den Kindergarten, wo enge Beziehungen waren, viel hier war und mit Herrn Pirol zum Beispiel Fußball hier gespielt habe. Und zwar hier an dieser Stelle, wo jetzt die Kirche ist, war unser Fußballplatz. Und es war ein gutes persönliches Miteinander. Und so fragte er mich, ob ich Presbyter werden wollte, was mir dann auch für 25 Jahre viel Freude gemacht hat, also bis 2004. Die erste große Freude als Presbyter war dann die Einweihung dieser Kirche. Es begann, dass wir eine Woche in der Woche vor der Einweihung selbst den Umzug von der Kapelle auf der anderen Seite der Eisenbahn hier rüber gehabt haben. Es war ein wunderbares Erlebnis für die Gemeinschaft, für die Gemeinde. Vorneweg unser Pfarrer Pirol und wir hatten einen Bollerwagen mit, da war die Glocke drauf, wir hatten die Weihegeräte alle mit dabei. Wir hatten den Geusen Daniel, der von einem Jugendlichen ans Galeitzke getragen wurde, mitgenommen gehabt. Es waren sehr, sehr viele Menschen da. Die Stadt musste diesen Umzug genehmigen. Wir mussten noch über die Eisenbahn rüber. Damals gab es noch keine Unterführung, zum Glück noch nicht. Und es war also für alle ein sehr, sehr schönes und unvergessliches Erlebnis. Das Gleiche gilt natürlich dann für die Einweihung am ersten Advent 1980, als hier eine große festliche Gemeinde zusammen war. Der Präses der Landeskirche, Karl Immer, war unser Ehrengast und machte die Einweihung selbst. Natürlich machte unser Pfarrer Pirol die Liturgie und der Superintendent Hermann Luckenbach war der Prediger dieses Tages. Es war die ganze Welt von Büttchen, Karst, Kreis Neuss vertreten aus allen Sparten. Ich will das nicht aufzählen, Sie können sich vorstellen, das war ein Ereignis für uns, was uns im Herzen blieb. Besonders schön war für uns auch, dass unser Chor, der damals sehr, sehr groß war, unter Leitung von Eberhard Arning, eine Kantate aufführen konnte, die Eberhard Arning selbst komponiert hatte, mit der Überschrift Vater Unser. Im Anschluss an dieses wunderschöne Ereignis ging es raus in den Vorraum, auf die Terrasse, in das Jugendheim, aber auch hier in der Kirche wurde von den fleißigen Helfern aus der Gemeinde alles umgebaut und es wurde bewirtet und wir hatten viel Freude miteinander. Es war eine gelöste, eine dankbare, eine fröhliche Stimmung, an die wir gerne zurückdenken. Wollte ich etwas über die Ausstattung der Kirche sagen. Es war so, dass während der Baumaßnahmen Anregungen zur Ausstattung relativ stringent von dem Architekten vorsichtig behandelt worden, sag ich mal, weil er seine Ästhetik durchziehen wollte. Was ich auch für einen Architekten sehr gut finde und auch für die Entwicklung der Kirche sehr gut finde, wenn das nicht so ein Sammelsurium von Gedanken ist. Aber danach, da entstand dann die Freiheit und man konnte einzeln nacheinander die Kirche ausstatten. Und das wurde dann auch reichlich gemacht. Zu der Erstausstattung gehörte natürlich die Fenster, die ein berühmter Kirchenglasmaler Heinz Lilienthal aus Bremen entworfen hatte. Seine typischen Formen sind diese Quadrate und Figuren an den Seiten. Aber dann war auch ein starker Wille innerhalb der Gemeinde, dort auch Embleme und religions- und bibelbezogene Gegenstände zu haben. So kam das Alpha und Omega dazu, das himmlische Jerusalem. Und gestützt von dem Frauenkreis entstand auch das Geld und die Finanzierungsmöglichkeit dieser vier Fenster von den vier großen
kirchlichen Feiertagen, die wir in unserer christlichen Kirche haben. Wir danken Frau Wendland sehr, dass sie dieses damals initiiert hat und diese Finanzen von den Frauen der Gemeinde im Wesentlichen aufgebracht hat. Wir haben darüber hinaus die Fenster an dieser Nordseite. Das ist das Letzte, was wir dazu bekommen haben. Diese Fenster sind von Burkhard Siemsen, einem Bürger dieser Stadt Karst, einem Künstler dieser Stadt Karst, der sich auch in der Glasmalerei besonders hervorgetan hat, entworfen worden. Und da sind die Symbole für die Evangelisten mit in dem Fenster aufgenommen. Auf der rechten Seite, ganz in der Seite, ist ein Kelch als Zeichen für das Abendmahl, für die Gemeinschaft der Gemeinde in dem Wort Gottes abgebildet. Wir haben diesen Altartisch und die Kanzel, die sind von Martin Habel, einem Bürger und einem Gemeindemitglied, entworfen worden. Er war damals in der Schreinerlehre und machte seine Gesellenprüfung, und das Gesellenwerk war diese Kanzel, und die ist meines Erachtens wunderbar gelungen. Die Kreuze, unter denen unsere Kirche steht, sind vielfach symbolisiert innerhalb dieser Kanzel, und auf diesem Altartisch ist so eine Silhouette, die so ein bisschen erinnern soll an eine israelische Stadtlandschaft. Das war also auch eine sehr, sehr gelungene Sache. Wir haben uns gefreut, dass Martin Habel das gemacht hat. Wir haben ein Altarskeramik von Elisabeth Wünsche geschenkt bekommen, die wir auch gerne für das Abendmahl benutzt haben. Und wir haben von Gemeindemitgliedern, von den Patchwork-Frauen, Paramente entworfen bekommen, hier hinter uns, die sehr vielfältig passend zu den Einzelgelegenheiten des Kirchenjahres entworfen worden sind. Es gibt ein Bild von Rune Niels, dort auf der rechten Seite von Ihnen gesehen, das 1990 angeschafft worden ist. Es ist von einem Gemeindemitglied in Wuppertal in einer Ausstellung entdeckt worden, und Pfarrer Eickel hat sich das mit angesehen und war von Anfang an angetan, weil es doch einerseits zu unserer Johanneskirche passt, dass Satz 1 von Kapitel 1, Vers 1 von Johannesevangelium am Anfang war das Wort dort abgegeben, wiedergegeben ist. Schön ist es, dass das Spott auf das Wort Logos, das heißt Wort, gerichtet ist, und wir stehen ja alle unter dem Wort Gottes, und das zeigt uns, dass wir einen Herrn haben, der uns den Weg weist und uns eine Orientierung gibt. Wir hatten von Anfang an erstmal als Orgel eine Orgeltruhe, die war gebraucht, abgelegt, und wenn eine Gemeinde eine Orgel ablegt, dann ist sie nicht mehr die allerbeste. Wir waren also sehr interessiert, bald eine eigenständige Orgel zu haben. Der Weg zu einer Pfeifenorgel war aufgrund der hohen Kosten, die damit verbunden waren, leider versperrt, sodass wir, als wir das Geld für eine digitale Orgel hatten, diese dann auch anschaffen konnten. Das war im Jahr 2003, und wir haben uns dann sehr gefreut. Die digitale Orgel klingt sehr schön und erhebt uns und unsere Gemeinde in dem Erlebnis des Gottesdienstes sehr. Die Ausstattung und alles, was wir hier gesehen haben, merken Sie, beruht auf Ideen und Spenden der Gemeindemitglieder. Die Gemeinde hat sich sehr selbstbewusst darum gekümmert, dass die Kirche schön aussieht. Es gab gute Diskussionen unter den theologischen Leitungen, damit wir die Orientierung behielten. Und es war also wirklich in meinen Augen jetzt ein gelungenes Bild, was wir haben. Wir danken also dafür, dass wir diese Zeugnisse des Glaubens tagtäglich oder im Gottesdienst regelmäßig sehen können. Thank you.
Wer noch mehr erfahren möchte über den Bau, die Ausgestaltung und die Geschichte der Johanneskirche, dem sei diese wunderbare Schrift empfohlen, die Evangelischen in Büttgen und ihre Kirchengemeinde. Sie wurde jetzt zum 40-jährigen Jubiläum durch unser Gemeindeglied Dr. Ortwin Leitzke verfasst. Und sie enthält eine tolle Zusammenstellung aus 40 Jahren lebendigem Gemeindeleben. Das Heft mit vielen bunten Bildern und vielen Informationen bieten wir zum Selbstkostenpreis von 6 Euro hier in der Gemeinde an. Einige Pfarrerinnen und Pfarrer haben in Büttgen Dienst getan. In den 50er und 60er Jahren war es Missionar Walter Jung. Dann kam 1971 Martin Pirol. Er war der Pfarrer, als die Johanneskirche gebaut wurde. Zwei Pfarrerinnen haben das Gemeindeleben mit viel Kreativität und guten Ideen bereichert. Pfarrerin Antje Böhm und Pfarrerin Sabine Schmitz. Die Johanneskirche besonders geprägt haben in den vergangenen 4 Jahrzehnten vor allen Dingen zwei Pfarrer. Horst Armin Eickel, mittlerweile Ruheständler und wohnhaft in Essen, sowie Werner Hoffmann, seit vergangenem Jahr Ruheständler und wohnhaft in Kleinenbruch. Ich bin Horst Armin Eickel. Ich war Pfarrer in der Gemeinde von 1982 bis 1997. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir, meine Frau und ich, zum ersten Mal hier in die Gemeinde fuhren.
Wir kamen von Marburg, wo ich bis dahin in einer christlichen Studentenarbeit tätig war, und näherten uns Büttgen, begrüßten den Geusendaniel, staunten über den originellen Kirchturm, wo die Glocke mit einem Sandseil von Hand bedient wurde, und freuten uns dann, dass wir eingeladen wurden zu einer Rundfahrt um Büttgen herum. Das war das erste Kennenlernen. Herr Wünsche hat uns mit seinem Wagen alles erklärt, was wir sehen konnten, und hat uns ganz viel erzählt von vielen Aktivitäten, die in der Gemeinde vorhanden waren. Abends war eine Sitzung des Bezirksausschusses, wo auch die Presbyter von Büttgen vertreten waren. Und wir erfuhren wieder eine Fülle von Aktivitäten, die die Gemeinde hatte. Von den verschiedenen Kreisen, von der Altenarbeit, von den Schulgottesdiensten, von der Jugendarbeit in der Pampauke. Pampauke war eine Abkürzung. Das bedeutete Pausenhalle. Pampauke, das war die Schule. Und das letzte KE war der Keller, wo die Jugendarbeit tagte. Ja, wir waren ganz erschüttert von dem vielen, was da war, und haben eigentlich nur gedacht, werden wir dem eigentlich gerecht, wenn wir hier die Stelle als Pfarrer annehmen würden? Wir haben dann eine zweite Reise gemacht. Wir wollten wissen, wer mein Vorgänger war und wer diese Arbeit hier über Jahre hin gemacht hat. Das war der Herr Pfarrer Pirol. Der wohnte in Waldshut, Tingen, an der Schweizer Grenze. Und wir haben uns ins Auto gesetzt und sind nach Tingen gefahren und haben ihn gefragt und wollten wissen, können wir so etwas übernehmen? Und dann sagte er zu uns, ja, das mit den vielen, vielen Aktivitäten, das war meine Zeit. Aber jetzt muss eine andere Zeit kommen. Jetzt ist eine Zeit der Vertiefung nötig. Und das können Sie. Wir haben dann die Stelle angenommen und haben versucht, diesen guten Ratschlag zu befolgen. Vertiefung. Wir haben mit einem Bibelabend angefangen. Wir haben ganz viel Zeit auf die Gottesdienste verwendet. Meine Frau auf den Kindergottesdienst und ich auf den Gemeindegottesdienst. Wir haben einen besonderen Treff begonnen, eine Zahl von Veranstaltungen mit auswärtigen Referenten, die biblische Inhalte darlegen konnten und auch zeigen konnten, wie biblisches Leben, christliches Leben aussehen kann. Aus diesen besonderen Treffs ist dann später das Kirchencafé erwachsen. Das waren eine Reihe von Veranstaltungen, auch wieder mit auswärtigen Referenten, die auch ganz wichtige Themen behandelten, die zum gelebten Christsein eine Bedeutung hatten. Auf die Weise haben wir Vertiefung versucht. Und das mit der Vertiefung wurde mir dann eigentlich auch in dem äußeren Bereich der Kirche bestätigt. Herr Kral hat ja schon Bezug genommen auf manche Dinge, die hier in der Kirche gestaltet worden sind. Die Fenster zum Beispiel, zu meiner Zeit waren es besonders die Altarfenster. Eine provisorische Zeichnung eines Gemeindegliedes hing vorher an den milchverglasten Fenstern. Und es war einfach ein Freudenereignis, dass diese neuen Fenster nun installiert wurden. Der Herr Lilienthal, er war damals 76 Jahre alt, als er zu uns kam, hat dann diese Fenster entworfen und hat sie dann uns vorgeführt, gezeigt. Die Entwürfe konnten wir begutachten. Wir hier im Bezirksausschuss. Und ich erinnere mich noch an eine kleine Episode, die mir viel bedeutet hat. Er
zeigte das linke Fenster mit dem Stern. Und ein Gemeindeglied unter uns sagte, irgendwo passt das nicht mit dem Stern. Der kommt so hell und so unverdeckt heraus und bestrahlt uns. So ist doch das Leben gar nicht, auch nicht in unserer Gemeinde. Wir kennen doch alle Schatten, Schatten in der Welt, Schatten in unserem Leben. Und einer, ich glaube, es war der Herr Karsch, sagte, können Sie nicht diesen Schatten, diesen Stern ein wenig eintrüben mit einem Schatten? Und der Lilienthal war sofort begeistert und sagte, das mache ich gerne. Und wenn Sie in die Kirche kommen, jeden Sonntag, dann schauen Sie links auf das Bild, auf den Stern mit dem Schatten und können sagen, ja, ich darf hier auch kommen mit den Schatten meines Lebens, mit den Problemen, die unbewältigt sind. Und das Licht Gottes, das in der Finsternis scheint, das durchdringt auch die Schatten meines Lebens. Ich könnte hier auch ganz persönlich sagen, für mich war dieser Schatten wichtig, weil die letzte irdische Station meiner Frau hier in Büttgen war. Und ich einfach dankbar war, dass das Licht Gottes durch die Dunkelheit des Lebens hindurchstrahlt. Das andere war das Bild. Herr Krahl hat ja schon darauf Bezug genommen, auf den Anfang des Johannesevangeliums. Der Text in einer altgotischen Schrift geschrieben, in der Mitte der helle Fleck, das Wort Logos. Das griechische Wort, das bei den Griechen Wort bedeutete, aber im Neuen Testament eigentlich viel mehr, nämlich das Wort Gottes, das er uns mitgeteilt hat. Und auch das war eine Ermutigung für meinen Dienst in dieser Gemeinde. So hat vieles, was hier in der Kirche sichtbar ist, mir auch eine große Bedeutung hat für meinen Dienst in dieser Gemeinde. Ich bin dankbar dafür und freue mich, dass immer noch ein Kontakt zu der Gemeinde besteht. Ich kann diese Zeit des Dienstes nicht vergessen und bin dankbar dafür. Mein Name ist Werner Hoffmann. Ich war von 2005 bis 2019 Pfarrer in der Gemeinde, sprich hier an der Johanneskirche in Büttgen, und möchte ja der Gemeinde zur 40-Jahr-Feier ganz herzlich gratulieren, auch im Namen meiner Frau. Schade, dass man das nicht in einem angemessenen Fest wie gewohnt zelebrieren kann. Ja, wenn ich so zurückdenke, vier Jahrzehnte treffen sich Menschen hier unter Gottes Wort zu musizieren, zu singen, zu beten, haben ja Ermutigung, Trost erfahren, sind aufgebaut worden, sind gestärkt worden. Ja, ich bedenke, was Menschen hier alles so erlebt haben, und ich konnte ein Stück Teil dieser Gemeinde sein. Und ich möchte allen von Herzen wünschen, dass das noch möglichst lange möglich ist. Und danke besonders all denen, die dafür Sorge getragen haben, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen sich zu Hause fühlen, wo Menschen eingeladen werden, die also sich ansprechen lassen durch Gott und mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten Gemeinde aufbauen, Kreise leiten, Kreise begleiten, Verantwortung übernehmen, einladen. Denn es geht ja nicht nur um dieses Gebäude, Kirche. Kirche sind ja die Menschen, die kommen und ja, die sich mitnehmen lassen. Ich denke mal, wenn wir alle das uns so verstehen könnten, dass wir irdene Gefäße sind, also Menschen wie du und ich, die hier aktiv sind in der Gemeinde mit allen Ecken und Kanten, aber
ja aus der Kraft des Evangeliums sich einbringen, da bin ich sehr zuversichtlich, was unsere Gemeinde anbelangt. Und ja, wenn man mich fragen würde, so was war so dein Leitgedanke in den 14 Jahren, die ich hier sein durfte, dann hat mich ein Wort aus dem Römerbrief sehr geprägt. Ich meine Kapitel 10, Vers 7, wo gesagt wird, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Und genauso wichtig ist mir der 96. Psalm, singt dem Herrn ein neues Lied. Und Gottesdienst und Singen, das hatte für mich eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt. Und das möglichst für alle Altersgruppen. Es ist gelungen, Menschen zu begeistern. Das ist im Bütgen hier recht einfach, weil wir hier Menschen haben, die sich regelmäßig treffen, Gemeinde leiten. Und wir haben uns einmal im Monat dann zusammengesetzt, haben unsere Ideen mitgeteilt. Was können wir machen? Wie können wir die Gemeinde aufbauen? Was für Ideen gibt es? Und wenn es gelungen ist, Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter zu begeistern, wurde es ganz schnell umgesetzt. Wichtig waren mir auch die Konfirmanden. Mit denen haben wir beispielsweise, wenn die faire Woche war, auf dem Markt hier in Büttgen Vertretprodukte verkauft oder haben hier im Gottesdienst Eltern eingeladen, haben gekocht, haben Gerichte zubereitet, Vertretgerichte, und haben nach dem Gottesdienst ein ganz tolles Essen gehabt. Wobei das Essen sehr wichtig zu sein scheint hier in Büttgen. Aber auch für die pfiffigen Jugendlichen ist das nicht unwichtig. Wo ich gerade von den Konfirmanden gesprochen habe. Wir sind einmal im Jahr zur Konfi-Freizeit gefahren, nicht weit von hier, Krefeld, Kirchkamper Hof, früher Christcamp. Und so waren wir auch wieder mal mit 25 Konfirmanden und haben unser erstes Abendessen mit anderen Konfirmanden erlebt. Und dann ging es zur Vorbereitung für den Abend und die nächsten Tage mit dem Mitarbeiterteam. Es gab leckere Pizza, die vor Ort zubereitet wurde von den Mitarbeitern. Und nach circa einer Stunde klopft es an der Tür und ein Büttger Pizzabote kommt, ein Büttger, das sind ungefähr 35 Kilometer von hier, und sagte, er hätte 8 Pizzen, die bestellt wurden von Jugendlichen, die er jetzt vorbeibringen wollte. Also man sieht, Ideen haben die Jugendlichen, dass auf jeden Fall immer ein gutes Essen halt genossen werden kann. Das ist so eine kleine Anekdote. Wichtig war mir also neben den Jugendlichen eigentlich alle Kreise, sie zu begleiten. Das Singen, das Beten, das sich stellen unter Gottes Wort. Und ich denke mal, wenn wir als Mitarbeiter, wenn wir als Gemeindeglieder aus dem Evangelium, aus der Kraft, die Gott uns schenkt, auch weiter uns begeistern lassen, dann habe ich keine Sorge um die Zukunft unserer Gemeinde. Ja, in diesem Sinne wünsche ich alles Gute, Gottes Segen, bis wir uns demnächst einmal persönlich dann wieder treffen.
Die Musik hat hier in der Gemeinde immer eine besonders wichtige Rolle gespielt. Das wurde gerade schon im Gottesdienst deutlich und auch jetzt im Anschlussprogramm. Der Kantor vor 40 Jahren hier in Büttgen hieß Eberhard Arning. Über lange Zeit hat er das musikalische Leben der Kirchengemeinde geprägt. Heute lebt er mit seiner Frau in Lemgo und er hat uns ein Grußwort zukommen lassen. Liebe Festgemeinde, zum 40-jährigen Jubiläum grüßen wir, das heißt meine Frau und ich, Sie sehr herzlich. Wir freuen uns mit Ihnen, auf 40 Jahre Johanneskirche in Büttgen zurückblicken zu können. Es war damals ein mutiges Unterfangen, im Zentrum von Büttgen ein evangelisches Gemeindezentrum zu planen und zu bauen. Der Gottesdienstbesuch in der kleinen alten Johanneskirche an der Sebastianusstraße war mehr als dürftig. Als damaliger Organist erinnere ich mich daran, dass ich an manchem Sonntag auf dem Weg zur Kirche dachte, na, wie viel werden es heute sein? 5 oder 4 oder vielleicht sogar nur 3? Dann fällt der Gottesdienst aus und ich kann mein sorgfältig vorbereitetes Orgelvorspiel vergessen. Aber nein, kein einziger Gottesdienst ist jemals ausgefallen. Schon lange bevor die neue Kirche fertiggestellt war, hielt Pfarrer Pirol in dem Rohbau unter freiem Himmel Gottesdienste ab. Unvergesslich bleibt die Christmette um 23 Uhr am Heiligabend 1979. Das Gemeindezentrum wurde fertiggestellt und es kam der Tag des Umzugs. In einer gewaltigen Prozession zog die ganze Gemeinde von der Sebastianusstraße zur Kölner Straße. Pfarrer Pirol war der große Organisator, der es verstand, jedem einzelnen Gemeindeglied eine Aufgabe zuzuteilen. Und so staunte mancher alte Büttger, wie viel evangelisches Leben im Städtchen herrschte. Zum festlichen Eröffnungsgottesdienst war viel Prominenz aus Kirche und Politik anwesend. Präses Immer hielt die Festpredigt, der Singkreis Büttgen-Glehn-Grefrath trug mit der Uraufführung meiner Kantate »Unser Vater im Himmel« zum festlichen Charakter der Feierstunde bei. Gleichzeitig, rechtzeitig zur Einweihung, wurde auch die neue Orgel fertiggestellt. Es war eine elektronische Orgel, die die alte Orgel aus der Sebastianusstraße ersetzte. Die alte Orgel hatte 2,5 Register, das heißt Choralvorspiel immer nur mit dem 8-Fuß-Register, Gemeindebegleitung mit dem zusätzlichen 4-Fuß und beim Ode Fröhliche wurde zusätzlich dann auch noch die Mixtur gezogen, die ziemlich schrill war. Ab jetzt standen mir 2 Manuale und ein voll ausgebautes Pedal mit 32 Registern zur Verfügung. Da machte Orgelspielen Freude. Ich denke, die Gemeinde hat's gern gehört. Mit der Eröffnung der neuen Johanneskirche entwickelte sich ein vielfältiges evangelisches Gemeindeleben in Büttgen. Aus 5 Gottesdienstbesuchern wurden bald 50 und mehr. Es entstanden diverse Kreise. Der Singkreis hatte fortan ungeahnte Probenmöglichkeiten. Nicht vergessen seien die Radtouren, Ausflüge, Freizeiten und was der Dinge mehr sind. Als ehemaliger Chorleiter und Organist möchte ich in erster Linie über das damalige Chorleben berichten. In jedem Jahr gab es 2 Abendmusiken mit Chor- und Instrumentalmusik aus alter und neuer Zeit und mit einer kurzen Andacht. Wir sangen bei besonderen vielen Gold- und Silber- und Grünen- und Diamantenen Hochzeiten, bei besonderen Jubiläen, in der Weihnachtszeit gemeinsam mit den Grefrather und Glehner katholischen Chören, bei Sparkassenfesten in Büttgen, bei Beerdigungen, kurz bei jeder gewünschten Gelegenheit. Einschließlich der Gottesdienste trat der Chor in jedem Jahr zwischen 30 und 35 Mal auf. Neben mir als Chorleiter engagierte sich meine Frau. Sie war die Mutter des Singkreises. Sie sorgte für Überraschungen an Weihnachten und Ostern, an Geburtstagen und Jubiläen, glättete Wogen, wenn mal irgendwo Sand im Getriebe war. Auch ich grüße Sie recht herzlich. Ja, die Arbeit meines Mannes war auch für mich ein großes Erlebnis. Wir fuhren gemeinsam zu Singfreizeiten, um neue Ideen für die Chorarbeit zu schöpfen. Aber neben dem Chor gab es noch etwas, das mir sehr viel bedeutete. Es war der Kindergottesdienst. Gemeinsam mit Frau Pirol und Frau Karsch betreuten wir Sonntag für Sonntag bis zu 50 Kinder. Wir erzählten die biblischen Geschichten, wir sangen, spielten, musizierten und bastelten mit ihnen. Es war ein fröhliches Miteinander.
Wir wünschen der Gemeinde Gottes Segen und eine gute Zeit. Unser Kantor Wolfgang Weber mit einer Improvisation zum alten deutschen Volkslied Happy Birthday to You. Ja, 40 Jahre ist die Johanneskirche alt und bereits 47 Jahre der Kindergarten, der direkt neben der Johanneskirche steht. Elisabeth Wünsche war viele, viele Jahre Erzieherin im Kindergarten. Sie ist nach wie vor sehr aktives Gemeindemitglied hier in Büttgen. Und sie weiß, aus der Arbeit des Kindergartens zu erzählen. Ich möchte was über den Kindergarten erzählen, weil ich meine, dass unsere Kirchengemeinde ohne den Kindergarten und der Kindergarten ohne die Kirchengemeinde nicht zu denken ist. Als wir vor fast genau 50 Jahren mit unseren drei Kindern nach Büttgen-Driesch zogen, mein Name ist Elisabeth Wünsche, ich war 28 Jahre Erzieherin hier im Kindergarten und mein Mann Armin Wünsche war ganz viele Jahre Presbyter.
Also, als wir vor 50 Jahren hier hinzogen, da gab es diese Kirche natürlich noch nicht. Da gab es die kleine Kirche an der Sebastianusstraße und es gab auch den Kindergarten noch nicht. Nach den Bauvorschriften oder Bauplänen war das Pfarrhaus zuerst fertig mit dem Mehrzweckraum. Und 1972 wurde in diesem Mehrzweckraum eine Kindergartengruppe eingerichtet, provisorisch für den halben Tag. Es gab hier nur einen katholischen Kindergarten und unsere älteste Tochter ist ein Jahr im katholischen Kindergarten gewesen, weil es diesen Kindergarten noch nicht gab. Unsere zweite Tochter hatte dann das Glück, dass sie hier in dieser Vorgruppe war. Und als dann der Kindergarten fertig war, das Gebäude, was wir hier an der Kölner Straße haben, mit drei Gruppen, da wurde ich von Pfarrer Pirol gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Kindergarten zu arbeiten. Das habe ich dann gemacht mit sehr viel Freude. Und da konnte unsere dritte Tochter auch mit einsteigen. Also am 1. Oktober 1973 wurde der Kindergarten eröffnet. Ich habe dann noch ein schönes Bild, wo Pfarrer Pirol mit uns im Turnraum ist. Dieser Kindergarten war nach den damaligen modernsten Ansichten. Jeweils mit einem Ausgang in den Garten. Und zu jedem Raum gab es einen sogenannten Intensivraum, in dem man dann mit einer kleineren Gruppe von Kindern etwas unternehmen konnte. Dann hatten wir den Turnraum und eine sehr schöne große Eingangshalle, die später nochmal ganz wunderbar erweitert wurde und in der viel Arbeit war mit den Kindern, Frühstück und die Kinder konnten sich treffen auf dem Flur und solche Sachen. Also wir hatten wunderbare Möglichkeiten, mit den Kindern zu arbeiten und auch ein sehr, sehr schönes Team. Und natürlich war uns als evangelischer Kindergarten ganz wichtig die Religionspädagogik. Und da haben wir eigentlich mit allen Pfarrern, die wir ja im Laufe der Zeit im Kindergarten erlebt haben, sehr gut zusammengearbeitet. Und wir haben mit unseren Pfarrern die schönsten Gottesdienste gefeiert. Am Anfang natürlich erst nur im Kindergarten, weil ja die Kirche noch nicht stand. Und wir gingen auch über die Bahn rüber in die kleine Johanneskirche an der Sebastianusstraße. Aber später hatten wir es dann gut. Wir brauchten nur die Treppe hochzugehen mit unseren Kindern und waren dann hier. Und wir haben Gottesdienste auch gestaltet für die Gemeinde. Ich meine, der Ostergottesdienst, der wurde immer vom Kindergottesdienst, vom Kindergarten gestaltet. Und das Gemeindefest, was wir immer im Sommer feiern, das hat seinen Ursprung im Sommerfest des Kindergartens. Da haben wir uns damals zusammengetan. Wir feierten vorher mit den Kindern das Sommerfest im Kindergarten. Und als die Kirche fertig war, hieß es dann Gemeinde- und Kindergartenfest. Und da hat der Kindergarten Betreuung der Kinder und die Anregung für die Kinder unternommen. Die Eltern haben ganz viel geholfen, so wie wir überhaupt sehr gerne die Eltern einbezogen haben in unsere Arbeit im Kindergarten. Und dadurch sind auch viele Kontakte natürlich hier zur Kirche entstanden. Und das ging bis Anfang der 20er Jahre. Ich glaube 2004 hat man gemeint, man kann den Kindergarten sich nicht mehr leisten, weil nämlich inzwischen zu den drei Gruppen, die wir im Hauptgebäude hatten, schon seit längerer Zeit dieser Mehrzweckraum auch wieder dazu genommen wurde. Das war die sogenannte vierte Gruppe. Und die Stadt hat sehr viel übernommen, aber ich glaube, sie wollte das damals nicht mehr, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und da hat die Gemeinde gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Ich glaube, dass auch damals die Caster noch damit eingebunden waren von den Ursprüngen der Gemeinde. Denn wir hatten ein riesengroßes Einzugsgebiet eigentlich für unseren Kindergarten. Das war Holzbüttgen, Forst, Driesch, Lanzerath, Grefrath, Epsendorf. Das waren Kinder, die alle hier hinkommen konnten. Und ich glaube, inzwischen haben sie in Karst einen Kindergarten gebaut und dann wollten die Karster, glaube ich, nicht mehr hier an der Finanzierung beteiligt sein. Jedenfalls, es war die Rede davon, dass die Stadt den Kindergarten übernehmen soll.
Da haben die Kolleginnen, ich war damals schon in Rente, 2001, ich glaube es war 2004, als der Kindergarten dann städtisch wurde, da haben die Kolleginnen noch versucht, durch Eigeninitiative vielleicht, sie haben einen Kabarettabend gemacht, haben mit den Kindern Bilder gemalt und Gemälde verkauft und wollten versuchen, ob sie, oder mit Spenden, ob sie dann vielleicht den Kindergarten halten könnten, aber Kindergarten kann nicht so arbeiten, dass er sich rentiert. Und dann wurde der Kindergarten an die Stadt übergeben und da war es natürlich vorbei mit Gottesdiensten und religiöser Erziehung. Und dann ist später, hat die Stadt ein neues Gebäude errichtet an der Lichtenforder Straße. Da ist der ganze Kindergarten mit allen Kindern und Kolleginnen in die Lichtenforder Straße umgezogen. Nun stand das Gebäude hier leer und vorübergehend sind andere Kindergärten mal drin gewesen, bei denen umgebaut wurde. Und dann hat aber die Diakonie den Kindergarten übernommen und hat ihn jetzt auch noch. Und ich glaube, Pfarrer Düchting arbeitet ganz gut mit denen jetzt auch wieder zusammen, weil es ja ein evangelischer Kindergarten ist. Und was ich besonders schön finde, dass denen eingefallen ist, den Kindergarten Johanneskindergarten zu nennen. Das hatten wir früher nicht. Das hätte uns früher auch schon einfallen können. Und jetzt hoffe ich, dass das noch lange hier erhalten bleibt, wobei jetzt schon wieder in Aussicht steht, dass die Diakonie in ein Gebäude zieht, was auf der Birkhoffstraße errichtet wird. Und dann bin ich mal gespannt, was aus meinem alten Kindergarten hier wird. Ja, in einer Kirchengemeinde gibt es immer viel Alltag, aber immer wieder gibt es auch besondere Highlights. Ein Highlight aus früheren Zeiten, das waren die Kirchenkaffeeabende. Horst Armin Eickel hat sie bereits erwähnt und auch unsere Prädikantin Ute Lenzian erinnert sich noch sehr lebhaft daran. Wenn ich an die 35 Jahre denke, die ich jetzt zur Johanneskirche gehöre, dann habe ich traurige Erinnerungen an Menschen, von denen wir Abschied nehmen mussten und die wichtig waren für die Gemeinde. Ich habe die eine oder andere ärgerliche Erinnerung, aber in erster Linie habe ich ganz viele schöne und dankbare Erinnerungen. Ganz besonders gerne erinnere ich mich an das Kirchencafé, das wir vor einigen Jahren hatten. Das war meines Wissens eine Idee unseres damaligen Pfarrers Herst Armin Eickel, unseres Jugendleiters Christoph Buskis und Marianne Nachtroth. Die Veranstaltungen fanden alle 2 Jahre statt, weil sie von der Vorbereitung und Planung her sehr zeit- und arbeitsintensiv waren. Aber jede Arbeit hat sich gelohnt. In der Woche der Kirchencafés wurde abends die Kirche dann zum Kirchencafé. Die verschiedenen Gemeindegruppen hatten die Verpflegung vorbereitet und sich darum gekümmert, dass die Tische schön dekoriert waren. Jeder Abend hatte sein ganz eigenes Thema und dazu hatten wir hochkarätige Referenten. Besonders gerne erinnere ich mich an Johannes Hansen und Andreas Malessa. Die Vorträge waren sehr witzig teilweise, aber vor allem hatten sie Substanz und es gab ganz viele Denkanstöße, die man mit in die Woche nehmen konnte. Jeder Abend begann mit Musik durch einen Künstler aus der christlichen Musikszene, zu der Christoph Buskis sehr guten und engen Kontakt hatte. Dann interviewte Horst Armin Eickel Gemeindemitglieder zu dem Thema und dann folgte der Vortrag, der wirklich immer gut war und aus dem man immer etwas mitnehmen konnte. Der Abend klang dann an den Tischen aus, bei der leckeren Verpflegung, den die Gemeindegruppen serviert haben. Es waren muntere Gespräche und es war ein gelungener Abend jeweils, zu dem 80 bis 120 Leute den Weg in die Kirche gefunden haben, an jedem Abend. Für mich war es eine Zeit, in der der Geist Gottes wirklich intensiv spürbar war. Und nicht nur an den Abenden, sondern auch in der Vorbereitung.
Ich habe die Abende und die Vorbereitung als besonders gesegnete Zeit empfunden und ich bin dankbar, dass ich damit machen durfte und dabei sein durfte. Ja, ganz zum Abschluss noch ein Blick auf das aktuelle Leben hier in der Johanneskirche. Seit einigen Jahren gibt es die sogenannte Familienkirche. Einmal im Monat an einem Sonntagvormittag. Anne Jeckel arbeitet als Ehrenamtliche mit und sie weiß, was es damit auf sich hat. Mein Name ist Anne Jeckel und ich arbeite in der Familienkirche mit. Die Familienkirche wurde vor 14 Jahren von Christa Hoffmann ins Leben gerufen. Wir treffen uns üblicherweise an jedem ersten Sonntag im Monat, um gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, der speziell auf Familien mit kleineren Kindern im Kindergartenalter zugeschnitten ist. Aber auch jüngere und ältere Kinder, Eltern und Großeltern sind dabei. Es gibt eine kleine Elternband, die uns beim Singen begleitet, Aktionen für die Kinder und eine biblische Geschichte, die häufig von ein paar älteren Kindern gespielt wird. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Mittagessen, zu dem jeder etwas mitbringen kann, und für die Kinder Bastelaktionen, die zum Thema des Gottesdienstes passen. Bei schönem Wetter wird auch gerne draußen gespielt. So haben die Erwachsenen auch mal Gelegenheit, ganz in Ruhe einen Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten. In 40 Jahren hat sich viel entwickelt, so auch die Familienkirche. Ich freue mich, dass es in unserer Gemeinde eine solche Möglichkeit gibt, auch schon den kleineren Kindern und ihren Familien von der Liebe Gottes und Jesus zu uns Menschen zu erzählen. So eine lange Übertragung und ich durfte noch gar nichts sagen. Also spreche ich ein unvermeidliches Grußwort. Herzlichen Glückwunsch dem ältesten Teil unserer Kirchengemeinde mit der jüngsten Kirche. Definitiv die Kirche, in der es am meisten künstlerische und theologische Gestaltung zu entdecken gibt. Das habe ich heute noch einmal gelernt. Einiges war von Anfang an gut überlegt. Vieles ist im Laufe der Zeit dazugekommen, wurde weiterentwickelt und vertieft. Das lag ganz besonders an vielen engagierten Menschen, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die nicht nur die Gebäude, sondern auch das Gemeindeleben weiterentwickelt, aufgebaut haben, vertieft haben und das für alle Generationen.
Dabei hat jede Generation ihre Herausforderungen gehabt und ihre Chancen. Jede Generation hatte ihre Ängste und Hoffnungen. Jede Generation hat ihre Traditionen gepflegt und neue Ideen entwickelt. Das ist immer so gewesen. Immer hat es Veränderungen gegeben, immer hat es Entwicklungen gegeben. Wir haben es gehört, manchmal auch Auseinandersetzungen. Ein Wunschkonzert für alle, das hat es noch nie gegeben und das wird es auch nicht geben. Heute sind wir eine Kirchengemeinde in den Grenzen der Stadt Karst. Knapp 9000 Gemeindeglieder sind wir und mit viel weniger wären wir auch nicht überlebensfähig. Also seien wir froh darüber, doppelt, dreifach froh heute. Ich freue mich über die lebendige Bandbreite in unserer Gemeinde. Ich freue mich über das Selbstbewusstsein in den verschiedenen Stadtteilen. Ich freue mich aber auch, dass wir uns alle nebeneinander stehen lassen können. Ich freue mich besonders, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Wir machen mit Gottes Hilfe, hoffe ich, das Beste daraus. Aus Corona machen wir Streaming. Dafür brauchen wir ziemlich weltliche Hilfe. Vielen Dank hier noch einmal an Harry Flint, Detlef Sauerborn und das Stream-Team. Vielleicht machen wir aus konkurrierenden Ansprüchen Ideenwettbewerbe. Vielleicht machen wir aus einzelnen Traditionen eine gemeinsame Zukunft. Das wünsche ich mir. Dafür stehen, glaube ich, viele, die heute mit dabei waren. Ich schließe mit dem Apostel Paulus, Römer 12, Kapitel 4 bis 6. Wenn wir dem vertrauen, dann geht das hier auch gut weiter. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Herzlichen Glückwunsch, weiterhin alles Gute. Ja, ich darf noch ein wenig was aus dem Live-Chat berichten. Der Live-Chat hatte heute etwas Anlaufschwierigkeiten und ist insgesamt relativ ruhig geblieben. Aber doch, wir haben einige Grüße und Kommentare erhalten, die ich jetzt der Gemeinschaft, die noch guckt und streamt, nicht vorenthalten möchte. So schrieb als erstes am Ende des Gottesdienstes Gila: Danke, Familie Sinaga, für den wunderbaren Gesang. Und an die Konfirmandin, liebe Grüße. Bestimmt haben viele mit dir gelitten, als dir die Worte fehlten. Super, dass du deinen Beitrag noch zu Ende gebracht hast. Brigitte schrieb: Vielen Dank für den gelungenen Gottesdienst und Dank auch an alle Ehrenamtlichen und Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben. Madame Petit: Unglaublich schön, Pfarrer Eickel zu sehen. Das bezieht sich jetzt auf den Jubiläumsteil nach dem Gottesdienst. Ute Lenzian schreibt noch einmal, dass sie dankbar ist für die Zeit mit Pfarrer Eickel. Und dann hat Gabriele uns ja sozusagen noch mal ein Grußwort geschrieben. Das ist Gabriele Stiel, unsere langjährige Presbyterin und Diakoniekirchmeisterin. Sie schreibt: Danke für den wunderbaren und liebevoll herzlichen Gruß und Dank an Pfarrer Eickel, der meine beiden großen Kinder konfirmiert und ihren Glaubensweg geprägt hat. So hat sich bin. Als Forsterin bin ich nun wieder eng mit der Johanneskirche verbunden und bin dankbar, wie gut Pfarrer Hoffmann und die Büttger Gemeindeglieder uns Forster unterstützt haben. Mir liegt das Zusammenwachsen der Gesamtgemeinde sehr am Herzen, die sich ja in so vielen Facetten der Glaubenspraxis und der Angebote präsentiert. Dank an alle, die sich einbringen.
Ja, vielen Dank allen, die sich beteiligt haben an diesem Gottesdienst, an der Entstehung, der Durchführung und auch danke an diesen Gottesdienst und das Festprogramm dann im Archiv auf unserer Homepage noch einmal aufrufen können. Allen einen schönen, entspannten Sonntag.